Ich werde diesen Zug nie hinkriegen. Ich höre auf. Hey Ace, ich erzähl dir mal eine Geschichte. Eines Tages habe ich gesehen, wie jemand einen super Zug im Fernsehen gemacht hat. Also bin ich hierher ins Gemeindezentrum gekommen. Hier? Ja, das ist mein Heimfeld, Mann. Jedenfalls habe ich jeden Tag an meinem Zug gearbeitet. Wie lange hast du gebraucht, um ihn hinzukriegen? Das habe ich immer noch nicht. Du? Hast es noch nicht geschafft? Yep. Aber ich versuche es immer noch. Eines Tages aber. Ich kann nicht glauben, dass ich am gleichen Ort anfange wie du, Shakes. Kannst du aber. Super Strikers! Ich kann mir ein Leben ohne diesen Ort nicht vorstellen. Hä? Was soll das? Hä? Hat Ihnen das niemand gesagt? Das wird abgerissen. Abgerissen? Nein! Aber wer würde so etwas tun? Invincible United hat das Gemeindezentrum gekauft. Nun wollen Vince und Scara es abreißen lassen. Und? Vielleicht bauen sie den Kindern ein besseres Gemeindezentrum, oder? Sie wollen ein Wellness-Spa für reiche Sportler machen. Hey, weißt du, was sie für eine Maniküre nehmen? El Matador. Okay, okay. Schlimme Sache. Kann ich jetzt in den Urlaub? Ein Rat von Cool Joe ist, bleib bei deinem Fernsehauftritt, cool Mann. Ja, sprich nicht über das Gemeindezentrum und wie Vince es zerstören. Okay, Zeit für den Urlaub. Richtig. Entspannt euch und genießt eure freie Zeit. Wir sehen uns in einer Woche zum All-Stars-Freundschaftsspiel. Das wird eine Menge Spaß machen. Nächste Woche treten die Super Strikers gegen die All-Stars an. Ein Team mit den besten Spielern der Super League. Um uns eine Ansicht zum Freundschaftsspiel zu geben, ist der Mann hier, der das schöne Spiel so einfach aussehen lässt. Herzlich willkommen, Shakes! Hallo. Hallo miteinander. Danke, Rob. Also, Shakes, das All-Stars-Spiel. Die 11 besten Spieler der Super League gegen die... Die All-Stars? Der war gut, Shakes. Aber mal im Ernst, die Leute sagen, dass ihr das Spiel nicht gewinnen könnt. Die All-Stars sind dieses Jahr extrem stark, aber wir sind doch nur da, um Spaß zu haben. Es geht nicht wirklich um das Ergebnis. Es kommt darauf an, dass wir die Fans unterhalten. Wo wir bei Unterhaltung sind? Wir haben einen Überraschungsgast hier. Oh, wirklich? Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Spieler und einer der All-Stars nächste Woche. Sein Team war den Super Strikers in der letzten Saison auf den Fersen. Meine Damen und Herren, der Captain des All-Stars-Teams, Scara! Du! Wieso ich? Du! Er? Ich dachte, ich bringe euch mal zusammen, um über das große Spiel zu sprechen. Leib cool. Was soll ich sagen, Rob? Die All-Stars werden mit den Super Strikers den Boden aufwischen. Ich meine, ein Wellness-Spa? Die All-Stars haben noch nie ein Spiel Vielleicht verloren. Hab ich die Und Chance, dieses Jahr haben wir das stärkste bringen. All-Star-Team aller Zeiten. Die Super Strikers haben keine Chance. Bist du dir da sicher, Scara? Natürlich bin ich das. Wie sicher? 500%. Okay. So sicher, dass du um das Gemeindezentrum spielen würdest? Ich... Scara, wie sicher sind Sie sich wirklich? Pass bloß auf, Scara. Machst du Witze? Hast du Angst? Nein. Okay, dann haben wir einen Deal. Gut. Das Spiel endet um 4. Wir werden gewinnen und euer Gemeindezentrum macht dann Kaboom. Wow. Sieht so aus, als wäre das Freundschaftsspiel nun nicht mehr so freundschaftlich. Warum flippen Sie so aus? Wenn es eine so große Sache ist, dann können wir doch einfach von der Vereinbarung zurücktreten. Das können wir nicht. Du hast das Versprechen im Fernsehen gegeben. Wir würden uns zur Lachnummer der Super League machen. Vince, Sie kriegen das Zentrum nur, wenn Sie die Super League All-Stars schlagen. Und das ist unmöglich. Sie werden sich zum Gespött machen.
Ich weiß das, Sie wissen das und Shakes weiß das. Sorgt dafür, dass die Allstars motiviert sind zu gewinnen. Ernsthaft motiviert sind. Shakes! Alle Ihre Teamkollegen sind im Urlaub. Ist das die Zeit, um sich einer solchen Herausforderung zu stellen? Kein Kommentar. Werden die Super Strikers ein besonderes Training absolvieren? Ich... Wir werden... bereit sein. Jungs, seid ihr bereit? Ja! Ja! Nicht deine beste Leistung, Kumpel. Ziemlich eigenartig ohne die Jungs, oder? Es wäre so viel besser, wenn sie heute mit dir trainieren würden. Ja, danke, dass du das betonst, Spencer. Hier, ich habe eine bessere Übung für uns. Daumenarbeit. Tut mir leid, ich bin im Urlaub. Hinterlasst keine Nachricht, weil ich eh nicht zurückrufe. Tschüss. Ja. Grüßt euch, Jungs und Mädels. Ich mache gerade den ersten Urlaub in Indo. Ich surfe endlose Brandungen in der Nähe von einem tropischen Inselparadies. Yo, Cool Joe. Cool Joe? Ich brauche euch hier. Denkst du wirklich, dass ich im Urlaub an mein Handy gehe? Hinterlass eine Nachricht, Mann. Hattest du Glück? Du bist wohl auf dich allein gestellt. Ich möchte mich bei Ninja und Cosmos bedanken, dass wir uns bei ihnen auf die Super Strikers vorbereiten können. Ihr seid super. Kein Problem. Die All-Star-Trikots kommen direkt von der Kleidermangel. Ich nutze diese Gelegenheit, um zu sagen, was für eine Ehre es ist, Kapitän dieses Teams zu sein. Ein Team voller lebender Legenden. In den letzten Monaten waren wir Erzfeinde, aber nächste Woche verbünden wir uns gegen einen gemeinsamen Feind. Die Super Strikers. Ist doch nur ein Freundschaftsspiel. Und wenn das nicht Grund genug ist, bei diesem Spiel alles zu geben. Ja, ja. Hä? Hilft dabei hoffentlich ein nagelneuer, atemberaubender Sportwagen. Herzliche Grüße von Invincible United. Haha, nein, nein. Nur, wenn wir gewinnen. Juhu, Super Strikers sind die Nummer 1. Ihr werdet verlieren, Allstars. Los, Shakes, los, Shakes. Das ist sinnlos. Ich schaff das nicht alleine. Shakes, Mann! Captain! Jungs! Das ist nicht die Zeit, um nachzulassen. Also, haben Sie mir das Telefon besorgt? Das große rote, Sir. Installieren Sie das in meiner Strikerland-Loge. Das wird die Abriss-Hotline. Okay, Sir. Und dann? Spielende ist morgen um 4. Die All-Stars werden gewonnen haben. In genau dem Moment werde ich die Abriss-Hotline wählen, direkt im Gemeindezentrum anrufen und das Kommando geben, mit dem Abriss beginnen. Bis dahin werden die Abrissbirnen für die ersten Schläge in Position gebracht. Wenige Momente nach dem Spiel wird das Gemeindezentrum in Schutt und Asche liegen. Wow, das All-Star-Team sieht aus wie ein Mutantenteam. Ja, die besten Spieler der Liga in einem Team.
Und wir haben all die Erfahrung, um sie zu schlagen. Zu gewissen Zeiten der Saison hatten wir die Oberhand über jeden dieser Spieler. Ja, erinnert ihr euch noch, als wir De Los Santos gegenüberstanden? Und wir haben den brasilianischen Stil verstanden, um Don Aldo zu schlagen. Wir sind sogar so hochgeflogen wie Meda. Und wir haben Liquido in Hydras schwimmendem Stadion geschlagen. Uba? Und Scarra. Wir haben auch ihn geschlagen. Wenn jemand die All-Star schlagen kann, dann sind wir das. Yeah! Ha! Hm? Wow, da sind unglaublich viele Leute, die auf uns zählen, Leute. Großartig! Beim heutigen Spiel geht es vielleicht nicht um Super League-Punkte, aber so wie es aussieht, könnte es das größte Spiel in Shakes Leben werden. Wenn die All-Stars gewinnen, werden auf das Kommando von Vince um genau 4 Uhr die Abrissbirnen geschwungen. Eine Hotline wird direkten und sofortigen Kontakt zum Bauführer herstellen. Sie wollen keine Zeit verlieren, hä? Huh? Spieltag im Strikerland. Und was für einen Hammer haben wir da, Leute? Heute geht es nicht nur um Glanz und Gloria eines All-Star-Spiels. Shakes hat den Einsatz erhöht und spielt gegen die Besten der Liga um sein geliebtes Gemeindezentrum. Er versucht es. Darauf liegt die Betonung, Mac. Wenn die Super Strikers dieses Spiel um 4 nicht gewonnen haben, wird das Gemeindezentrum dem Erdboden gleichgemacht. Für diesen Fall haben wir heute eine Live-Schalte zum Gemeindezentrum eingerichtet. Und gleichzeitig die übliche Berichterstattung aus dem Stadion. Hier ist Vince in seiner Strikerland Lodge. Sieht aus, als hätten die Super Strikers sich ordentlich auf diesen Kampf der Titanen vorbereitet. Ja, dieses Freundschaftsspiel hat sich für viele in einen echten Wettstreit verwandelt. Kommt schon! Ganz richtig. Da sind 11 Sportwagen mit eurem Namen drauf. Die Super Strikers sind verwirrt von Don Aldos Freestyle. Oho, da ist Medas berühmter luftiger Stil. Die All-Stars bekommen die Oberhand. Schöner Schuss von Don Aldo! Oh, sieht aus, als würden die Super Strikers die Nummer für ihn wählen! Was habe ich mir nur gedacht? Man kann das All-Stars-Team nicht schlagen! Shakes, Mann! Du musst gar nichts machen! Ja, Kumpel. Wir sind mehr als die Summe seiner Teile. Welcome. Ja. Und ich weiß, dass wir gleich den richtigen Schwung kriegen werden, um sie platt zu machen, Mann. Wir lieben dich. Was? Wir stecken da gemeinsam drin, oder? Wir sind Brüder auf einer Mission, um den besten Fußball der Welt zu spielen. Und ohne das Gemeindezentrum, das den nächsten Shakes oder den nächsten El Matador hervorbringt, haben wir unsere Mission verfehlt. Diese Saison haben wir das Niveau gesteigert. Nutzen wir unsere Erfahrung, um zu helfen, dass dieses Gemeindezentrum bestehen bleibt und nicht zu einem Wellness-Spa wird. Sehr schön. Ja, yeah. Ich habe schon einen Laden, wo ich mir die Nägel machen lasse. Alles ist möglich, Shakes. Dein Team steht hinter dir. 1, 2, 3, Super Strikers!
der kombinierten Erfahrung der All-Stars werden die Super Strikers ein Wunder brauchen, um sie zu durchbrechen. Die Männer in Rot zeigen definitiv eine Glanzleistung. Meine Güte! Damit hat niemand gerechnet. Was für ein Zug! Ja, ja, genau so wird das gemacht. Ein wahnsinniger Einsatz der Super Strikers! Es sind nur noch 2 Minuten zu spielen und ein Unentschieden wird nicht ausreichen! Nur noch wenige Minuten, Super Strikers. Dann müsst ihr euch von eurem geliebten Gemeindezentrum verabschieden. Mann, so ein Verhalten ist doch nicht nötig. Nachspielzeit? Dann haben wir eine Chance. Gut, das Spiel endet um 4. Wir werden gewinnen und euer Gemeindezentrum macht dann Kaboom. Hä? Das macht er nicht. Er wartet besser darauf, dass das Spiel endet. Hä? Er wird nicht auf die Nachspielzeit warten. Aha! Noch 1 Minute, Super Strikers. Dann tick, tick, boom! Jetzt oder nie. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um das Unmögliche zu tun. Abriss starten. Go! Vince hat den Knopf um 4 gedrückt. Nein! Wir schalten jetzt zur Live-Übertragung der Baustelle. Ich kann nicht hinsehen, Brenda! Die Super Strikers haben es geschafft! Und ein unglaublich starkes All-Stars-Team geschlagen, um Shakespeare als Gemeindezentrum zu retten. Wie? Wie ist diese wunderbare Sache passiert? Ja, ich weiß, Mama. Ist das nicht super? Spencer! Nein, ich muss Schluss machen. Ein Mann muss dringend das Telefon benutzen. Geh zu dem Telefon! Hallo? Hallo? Zu spät, mein Freund. Wir haben gewonnen. Oh.
Junge, komm schon! Oh, bist du bereit für die echte Nachspielzeit? Oh. 1, 2, 3, Super Strikers! Die Super Strikers dreschen richtig auf Saming ein! Und kein anderer Striker hat heute mehr Leistung gezeigt als Tiger! Ja, ja! Zeig uns, wie es gemacht wird, Tiger! Aber selbst Twisting Tiger schafft kein weiteres Tor an der Mauer vom Saming vorbei. Tiger-Style! Ich habe noch nie einen Spieler mit so präziser Genauigkeit gesehen. Hat Twisting Tiger ein eingebautes Fadenkreuz? Was auch immer sein Geheimnis ist, ich hoffe, er bringt es mit zum nächsten Spiel im berühmten, wundersamen, unglaublichen, schwimmenden Stadion von Hydra! Hast du die Maschine vorbereitet? Ja, wir sind vorbereitet für unsere Gäste. So sichern wir uns den Sieg gegen die Super Strikers. Super Strikers! Ich bin froh, dass nicht ich der Torwart der Saming war. Nein, und das alles dank meines Glücksbringers. Ein großartiger Fußballspieler und bescheiden noch dazu. El Matador könnte von Tiger noch viel lernen. Was? Jeder weiß doch, dass ich der Bescheidenste bin. Mann, nicht schon wieder das mit dem Glücksbringer. Er hat wahre Kräfte, North. Der Glücksbringer wurde vor Jahrhunderten vom Zen-Meister gesegnet. Wenn ich ihn bei mir habe, habe ich Glück. Die Striker-Yacht wartet. Seid ihr alle bereit für unsere Reise zu Hydras schwimmendem Stadion? Das ist alles, was ich brauche. Was? Ich will doch nur vorbereitet sein. Du bist heute wie Feuer und Flamme. El Atatomeo, sieh aus. Eine alte Raufei, oder? Warum sprecht ihr so komisch, Shakes? Das ist eine Geheimsprache, die wir uns als Kinder ausgedacht haben. Was hat er gesagt? Oh, ich, Znai. Kanapé? Danke. Kann ich Ketchup dazu haben? Ich denke nicht, mein Freund. Mein Name ist Jacques Cousteau. Ich bin der beste Koch Europas. Verpfuschen Sie nicht meine Kreation. Kommen Sie. Ich brauche es. Ich habe Geburtstag. Lassen Sie sich nicht täuschen. Heute ist nicht sein Geburtstag. Aber ich habe bald Geburtstag. Kriege ich wirklich keinen Ketchup? Barbar. Keine Kanapés mehr für Sie. Sie sind Ihnen nicht würdig. Tödliche Treffsicherheit. Hey, wir sind endlich da. Boah, das schwimmende Stadion. Schaut euch das an. Gib her, ich zeig dir das mal. Oh, ich habe einen lebendigen. Aber Mann, deine Leine ist nicht im Wasser. Nein! Oh.
Entschuldigung. Wurde die Maschine inspiziert? Vorläufige Inspektion beendet. Wir sind bereit. Wenn das Glück der Superstrikers auf dem Meeresboden liegt, wird niemand etwas vermuten. Spieltag im Hydra-Stadion! Sieht aus, als hätte der Verlust von Tigers Glücksbringer keinen Einfluss. Beginne mit dem Winkel 1. Tödliche... Oh, Treffsicherheit? Checks zu Twisting Tiger! Da! Oho, aufgehalten! Vielleicht habe ich das zu früh gesagt. Ich weiß, was du denkst. Vergiss den Glücksbringer. Sag, was du willst. Ohne habe ich noch nie ein Spiel gewonnen. Tiger Style. Würde Hydra besser spielen als sonst. Es ist nur so, dass Hydra besser spielt als die Super Striker. Twisting Tiger hätte seinen Glücksbringer lieber auf dem Boden seines Schließfachs. Hä? Als auf dem Meeresboden! Hast du so ein sinkendes Gefühl, Twisting Tiger? Sie ahnen gar nichts. Gut, nach unserem morgigen Super League-Spiel klettern wir wieder die Tabelle hoch. 1, 2, 3! Alles Gute, Spencer! Männer, es kommen echt viele Leute, um zu sehen, wie ihr nochmal gegen Hydra verliert. Ups, entschuldigt. Hey, wir haben uns im Auftaktspiel nur aufgewärmt. Morgen werden wir nicht verlieren. Aber gestern habe ich einen Unterschied gesehen und gespürt. Als wäre die Sicht ganz komisch, oder? Als wäre man kein Super League-Spieler mehr. Ja, wir bringen nicht genug Leistung, Mann. Wir brauchen den Glücksbringer, habe ich doch gesagt. Aber es ist schlimmer als gedacht. Es betrifft uns alle. Ohne den Glücksbringer verlieren wir noch einmal. Vielleicht. Aber wir finden das nur raus, wenn wir den Glücksbringer finden und sehen, ob wir wieder Glück haben. Mann, unsere Masken haben ein Kommunikationssystem, das unter Wasser funktioniert. Finden wir diesen Glücksbringer. Armleuchter. Hey, wer hat das gesagt? Keine Spur vom Glücksbringer. Nein, Mann. Das ist die falsche Spur. Das ist nicht die falsche Spur. Doch, so ist es. Nein, das ist der Glücksbringer-Koffer. Juhu, mein Glücksbringer. Ich schleiche mich rüber und hole ihn. Wow, ich bin direkt unter der Hydra-Station. Was geht hier vor sich? Wozu all die Sicherheitsleute? Wir haben den Glücksbringer wieder und nun auch wieder unser Glück. Da bin ich nicht so sicher. Wir müssen hier weg, pronto. Warum die Eile? Ah! Ah! Hm.
Sehen Sie, das Geheimnis ist, die Erdnuss zu sein. Bœuf en croûte? Flugkörperspeisen? Stell dir vor, wie viel Geld ein Restaurant damit sparen könnte. Für eine dumme Käsekopf bist du ganz schön okay. Ha! Ich frage mich, wie es Shakes so geht. Das ist sicherlich nicht, um Haie fernzuhalten. Das ist, um etwas zu verheimlichen. Wir müssen uns jetzt um Wichtigeres kümmern, Shakes, Mann. Außerdem haben wir den Glücksbringer wieder. Was wir zum Gewinnen brauchen. Da bin ich mir nicht so sicher. Den Blick kenne ich. Wenn hier etwas läuft, dann werde ich, Spencer, dem auf den Grund gehen. In diesem Fall sogar buchstäblich. Tiger! Oh! Juhu! Ja, siehst du, Shakes, mein Glücksbringer hat die Treffsicherheit zurückgebracht für mich und das ganze Team. Vielen Dank! Zeit, es auf dem Feld zu beweisen! Entschuldigung, warum bin ich noch einmal hier? Ich habe Geburtstag und niemand sollte an seinem Geburtstag alleine sein. Sieht aus, als hätte Tiger seinen Glücksbringer wiedergefunden. Und seine übliche gute Form. Siehst du, jetzt haben wir den Glücksbringer und unser Können zurück. Spüren. Die Kraft ist wieder da. Tiger Style! 5 Grad. Sieht aus. Mal sehen, ob Tiger seine Treffsicherheit wieder hat. Sieht gut aus! So viel zu Tigers Treffsicherheit! Chateaubriand, sieben drücken. Coach Delacroix kann die Steigung vom Spielfeld kontrollieren. Die Super Strikers haben keine Chance. Ihre Treffsicherheit wird immer ungenau sein. Wir gehen doch nicht etwa da rein. Ins Innere des Monsters. Eigenartige Szenen hier im schwimmenden Stadion von Hydra. Tiger hat zwar seinen Glücksbringer wieder, aber ich fürchte, er bringt den Strikers kein Glück. Vielleicht ist der Glücksbringer böse wegen der ganzen Ozeansache. Liquido rückt vor. Fällt sofort. Ausgleichen. Was für ein Tor! Glücksbringer hin oder her, Brenda. Die Super Strikers haben heute keine Chance. Jedes Mal fehlen nur wenige Zentimeter. Sofort ausgleichen. Die Super Strikers sitzen in der Patsche, Mac. Hydra für 2 zu 0. Du leitest die Nachricht an Shakes weiter. Ich versuche, das Stadion auszubalancieren. Der Widerstand salutiert, Käsekopf. Irgendetwas stimmt nicht. Und es hat nichts mit Tigers Glücksbringer zu tun. Ich stimme dir zu, Shakes.
Jetzt, wo wir ihn wieder haben, weiß ich, dass etwas faul ist. Da ist was unter der Oberfläche. Etwas ruiniert unser Spiel. Jemand pickt Grolling und zwar, verstehst du? Captain, ein paar goldene Worte. Wir bleiben bei unserer Strategie und kämpfen gegen alle Schwierigkeiten. 1, 2, 3, Super Strikers! Huh? Hallo? Wir haben einen Besucher hier oben. Er sagt, er hätte heute Geburtstag und dass er seinen besten Freund grüßen möchte. Akeshai. Shakes? Elder Aqua Ankai, das Adionstein Kai. Del Aqua kann das Stadion kippen. Das Eldfeind. Das Feld ist also schief. Ihr müsst es umgehen, um zu gewinnen. Viel Glück, Umpel Kai. Aha. Ankedai. Ich meine, das macht ihr gut. Nun, für wen auch immer das war, ich hoffe, Sie haben es verstanden. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, worum es ging. Warum diese... Ausgesprochen hinterhältig. Diese Miesen. Gar nicht gut. Mann, vergiss den Glücksbringer. Ja, Coach Del Agua, 7 Grad südwestliche Ecke. Subso. So entert man also das Stadion. Ich muss nur drankommen. Wo ist Ihr Sicherheitsabzeichen? Die Super Strikers sind entschlossen, wieder ins Spiel zu kommen. Hydra ist wieder am Ball. Werden die Strikers es wohl schaffen? Sagen Sie mir, wer Sie sind, kleiner Mann! Ich sage kein Wort. Ich weiß, wer er ist. Er ist der beste Koch Europas. Käsekopf, es gibt nur eine Sache, für die dieser Slurpy gut ist. Sie haben das letzte Mal ein Feld manipuliert, Del Aqua. Oh! Balance? Das Stadion hat aufgehört, sich zu bewegen. Sag es allen, wir können uns darauf einstellen. Vielleicht bringt das Ding wirklich Glück. Verschaff mir einfach nur den Ball. Alle Zuschauer fragen sich, werden die Super Strikers noch einmal enttäuschen? Reicht das aus, um die peinliche Niederlage in einen Sieg zu verwandeln? Geschafft, Tiger! Yeah! Super! Toll gemacht, Tiger! Aber vergesst nicht Spencer! Ja, wo ist das Geburtstagskind überhaupt? Das ist für dich! Hallo? Jake! Wir haben gewonnen, Mann! Danke! Nun,
Was um alles in der Welt geht hier vor? Haha, was soll ich sagen? Bester Geburtstag aller Zeiten! Yeehaw!